Leberreinigung mit Fasten, diverse Kuren für die Leber, vielleicht sogar das Trinken von rohem Selleriesaft, täglich einen Liter oder mehr. Das liegt alles voll im Trend. Du möchtest deinem Körper etwas Gutes tun und hast vielleicht auch schon ein Leberfasten oder eine radikale Fastenkur ausprobiert. Wie ist es dir dabei gegangen? Hast du dich vielleicht gar nicht so wohl gefühlt, wie immer alle schwärmen und tun? Warum das durchaus sein kann und wann genau du nicht fasten sollst, das erkläre ich dir in diesem Video und vor allem zeige ich dir auch Alternativen, wie du deiner Leber, deinem Stoffwechsel, deiner Niere Gutes tun kannst. Ja, die Möglichkeiten zur Leberreinigung sind vielfältig. Vor allem in meinem letzten Video habe ich dir ein paar Infos und eine kleine Stellungnahme zu diesem Thema Selleriesaft gegeben. Der Selleriesaft ist ja das angepriesene Heilmittel für fast alle körperlichen Beschwerden, vor allem auch für die Leber. Und im letzten Video habe ich dir schon erklärt, warum das nicht für jeden ideal ist. Dann gibt es natürlich auch so diese Extremkuren mit Smoothies oder wo es nur Gemüsebrühe gibt und Tees, also wo man wirklich gar nichts mehr zum Essen bekommt, eine sogenannte Nulldiät. Dahinter steckt immer so diese Philosophie, ja, das entlastet das Verdauungssystem, da kann sich das Verdauungssystem regenerieren. Dann gibt es auch dieses intermittierende Fasten, zum Beispiel einen Tag essen, einen Tag nicht essen und dann gibt es auch so dieses strenge Fasten. Also diese Kuren boomen und vielleicht hast du selber auch schon etwas ausprobiert. Wie ist so ein bisschen meine Meinung nach 20 Jahren integrativer Ernährung zum Thema Fasten? Der Nutzen vom Fasten ist vor allem auch psychologisch. Da geht es auch darum, dass man sich selber mal erfolgreich diszipliniert, dass man etwas durchhält, dass man einmal etwas anders macht und das kann durchaus gut sein. Das stärkt auch das Selbstbewusstsein. Man hat das Gefühl, du bist nicht willenlos, ja, den ganzen Vergnügungen, Genüssen, Keks, Schokolade etc. ausgesetzt und das kann durchaus für die Seele einmal wertvoll sein. Aber für deine Leber, die Leber ist dein wichtigstes zentrales Stoffwechselorgan. Und für deine Leber ist das purer Stress. Ob du das der Leber zumuten willst, musst du für dich entscheiden. Aber ich empfehle dir, lass dich vorher beim Arzt durchchecken. Und ich gebe da auch ein kleines Beispiel, warum der Stresstest für deine Leber vielleicht nicht so ideal ist. Läufst du einen Marathon komplett ohne Training? Sagst du einfach von einem Tag am anderen, hey, ich laufe jetzt einen Marathon. Ich glaube, 42 Kilometer sind das. Das wäre für deinen Körper, für deine Muskulatur, für deine ganze Kondition eine Wahnsinnsanstrengung. Und so ähnlich ist das auch für deine Leber, wenn du von 0 auf 100 ihr auf einmal zumutest, diese ganzen Entgiftungsvorgänge, diese ganzen Stoffwechselprozesse zu leisten. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch bei diesen ganzen Experten, die diese Leberfastenkuren anbieten. Da sind nämlich sehr häufig spezielle Produkte damit verbunden, die du bei diesen Experten dann kaufen solltest. Das sind Eiweißshakes oder spezielle Produkte, die du dann für eine gewisse Zeit, oft sogar über Wochen, zu dir nehmen sollst, um eben rasch einer Leberverfettung entgegenzuwirken, um deine Blutfettwerte zu regulieren und natürlich auch abzunehmen. Und da wir alle den Wunsch haben, rasch ein gutes Ergebnis zu haben, ja, kaufen wir natürlich auch gern diese Produkte. Ich sehe das aber kritisch. Vor allem, du lernst nicht nachhaltig dich gut zu ernähren und deinen Körper dauerhaft gut zu unterstützen. Du kannst schon einmal für ein, zwei Wochen nichts essen, Gemüsebrühe trinken oder irgendwelche speziellen Shakes zu dir nehmen. Es kann auch vielleicht ein Einstieg in eine Ernährungsumstellung zu sein, aber wichtiger finde ich,
nachhaltig zu arbeiten und dauerhaft etwas für dich zu lernen. Also ich möchte es nicht komplett ablehnen und du musst selber schauen, vielleicht bist du auch routiniert und hast sowas schon öfters gemacht. Ich empfehle dir aber, hör gut auf deinen Körper. Und ich war erst vor 2 Jahren das erste Mal in meinem Leben fasten, 5 Tage. Und ich war am 3. Tag so weit, dass ich fast überlegt habe, abzubrechen, weil ich gerade in den Wechseljahren bin und ich habe eine unheimliche leere Hitze durch das Fasten ausgebildet. Allen um mich herum war kalt und ich bin in eine totale Hitze gekippt. Also mir hat es nicht gut getan. Meine Leber war definitiv sehr überlastet und in meiner Lebensphase hat das nicht gepasst. Also eine gesunde oder auch eine leicht erkrankte Leber, für die ist das wirklich purer Stress, wenn es keine Nahrung mehr gibt. Weil die Leber muss dann durch ihre aufwendige Stoffwechselmaschinerie irgendwie dafür sorgen, dass der Körper trotzdem mit Energie versorgt wird. Das heißt, sie fängt an, eigenes Gewebe abzubauen. Und durch diesen Umbau und Abbau fallen natürlich auch entsprechende Abfallstoffe an. Also da entstehen durchaus Substanzen, die dann auch wieder so als Schlacken, Gifte bezeichnet werden. Und so eine radikale Diät, so eine Hungerkur bedeutet für die Leber, sie hat extrem viel zu tun, um eben von diesem Eigenabbau, von diesem ganzen Umbau, dass sie das auch ausscheidet und das ist sehr, sehr überfordert. Normalerweise isst du regelmäßig, du lieferst deinem Körper Kalorien, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind die Quelle für Glucose, also für Traubenzucker. Und wenn das alles nicht mehr da ist, muss die Leber aus ihrem eigenen Gewebe quasi schauen, wie sie Kalorien, wie sie Nährstoffe herausholt. Und das überlastet sie. Und die Leber ist eben das zentrale Organ für die Entgiftung. Fast jeder Stoff wird in deiner Leber irgendwie verarbeitet im Sinne einer Entgiftung. Das heißt, dass gewisse Substanzen umgewandelt werden in andere Substanzen, die dann aus dem Körper ausgeschieden werden. Also wenn sie von der Leber in die Zelle, in die Galle transportiert und dort dann über den Gallengang und Gallensaft weiter, damit das in den Darm kommt und dann über den Stuhl ausgeschieden wird. Und die Leber muss auch dafür sorgen, dass die Substanzen wasserlöslich werden, damit du sie über die Niere ausscheiden kannst. Und so eine radikale Diät überlastet Leber und Niere. Und deshalb wirklich vorsichtig. Aus Sicht der integrativen Ernährung mit dem Schwerpunkt traditionell chinesische Medizin fasse ich es dir noch einmal zusammen. Dein Körper liebt Regelmäßigkeit. Und wenn es nicht regelmäßig Mahlzeiten gibt, das können durchaus auch leichte Mahlzeiten sein, wenn du deinen Körper mal entlasten willst, dann kann es passieren, dass der Magen heiß läuft. Also das ist mir zum Beispiel passiert. Und dieses Heißlaufen kann wirklich extrem unangenehme Hitzegefühle im Körper auslösen. Die Mitte, das Milz-Qi wird dadurch geschwächt. Und so reagieren Menschen individuell unterschiedlich. Manche kühlen auch total aus. Also durch diese mangelnde Zufuhr an Kalorien ist oft Frauen, die so kalte Hände, kalte Füße haben, der sackt der Blutdruck ab. Es wird ihnen wirklich sehr, sehr kalt. Also bei Mangeltypen, Kältetypen muss man so ein Fasten auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und was ich vor allem ein bisschen problematisch sehe, ist, dass so einseitige Kuren wirklich Ungleichgewichte im Körper verstärken. Also ein Mangel wird dann ein noch größerer Mangel und bestehende Kältegefühle können sich dann noch mehr auswachsen, dass es intensiver ist. Als Alternative habe ich dir natürlich ein paar Tipps mitgebracht, wie du deine Verdauungsorgane, deine Leber, deine Niere gezielt entlasten kannst. Gezielt entlasten hat den Vorteil, du stärkst deinen Körper, du förderst die Regeneration, du reinigst deine Leber, aber sanft
du stärkst dein Immunsystem und du kannst deine Zellerneuerung mit den richtigen Nährstoffen unterstützen. Das ist effektiv, das ist effizient, das schmeckt gut und vor allem, du kannst das auch im normalen Alltag durchführen. Du musst nicht irgendwo ins Kloster gehen oder sonst wo dich komplett rausnehmen. Wobei es natürlich eine gute Idee ist, sich ein bisschen aus dem stressigen Alltag rauszunehmen. Also, was hilft deiner Leber, um dich zu reinigen? Generell reinigt sich dein Körper, deine Leber selber. Also die Zellen erneuern sich alle paar Wochen und wenn du naturbelassene, hochwertige, nährstoffreiche Lebensmittel zu dir nimmst, dann hilfst du deinem Körper am besten. Dazu gehören auch gute Fette, sprich Omega-3-Fettsäuren und vor allem frische, unverarbeitete Zutaten. Saisonales Obst und Gemüse, ganz normale Grundzutaten, hochwertige Kohlenhydrate, sprich Getreide, ob das jetzt ein Buchweizen ist, ob das ein guter Reis ist oder einmal Hirse, die sehr mineralstoffreich ist. Also da kannst du alles auswählen. Jedes Lebensmittel hat bestimmte Vorteile, bestimmte Eigenschaften und je mehr verschiedene Lebensmittel du zu dir nimmst, desto besser ist es. Das heißt, eine hochwertige Reinigungskur für deine Leber hat eine Vielfalt in Form von Obst und Gemüse und hochwertige Getreide und es lohnt sich einmal Genussmittel zu reduzieren. Und zu den Genussmitteln zähle ich auch den Zucker dazu, Alkohol sowieso und die ganzen Süßigkeiten. So entlastest du deine Verdauung. Sorgst für eine sanfte Entgiftung, für eine sanfte Leberreinigung, für eine Stärkung deines Stoffwechsels und das bringt dir frische Vitalität, Energie, du schläfst besser, bei manchen leuchten auch so richtig die Augen auf, das Bauchgefühl wird besser, vor allem wenn du Obst und Gemüse kochst, dünstest, indem du dir gute Suppen und Eintöpfe zubereitest. Du förderst eine Regeneration von deiner Darmflora. Das geht besonders gut, wenn du auch ein bisschen fermentierte Lebensmittel dazu nimmst. Kimchi, Sauerkraut. Und du kannst durch den gezielten Einsatz von Getreide deinen Körper auch sehr gut entwässern. Also in der chinesischen Medizin, in der integrativen Ernährung arbeiten wir da zum Beispiel mit einer Getreidekur, mit Reis, wo wir das berühmte Congee zubereiten. Reis entwässert sehr gut, auch mit Kartoffeln und Gemüse funktioniert das. Das heißt, die Beine werden leicht, du hast ein gutes Körpergefühl und deine Haut wird frisch und rosig. Ja, jetzt würde mich interessieren, wie deine Erfahrungen sind mit, ja, vielleicht mit einer Fastenkur. Vielleicht hast du auch einmal eine Säurebasenkur gemacht, Detox, vielleicht einmal Kartoffeltage, Getreidetage. Post es mir in die Kommentare und ich freue mich mehr von dir zu erfahren, wie du mit diesem Thema umgehst, deinen Körper zu unterstützen. Generell bin ich ein großer Fan davon, das zweimal im Jahr zu machen, so wie du auch mit dem Auto zum Service fährst, dass ja Ölfilter, Luftfilter gewechselt wird. So ähnlich sehe ich das auch im Körper. Gib deinem Körper für 3 Tage, für 5 Tage, für 7 Tage die Möglichkeit für so eine sanfte Reinigung, für ein Reset. Und wenn jetzt schon etwas für dich dabei war in diesem Video, was dir wirklich einen Mehrwert geliefert hast, dann gib mir ein Like, schreib was in die Kommentare. Das ist ein wichtiger Hinweis für YouTube, dass die Inhalte vom Video wertvoll sind und so wird es auch anderen Menschen gezeigt, dass noch mehr von diesen Videos profitieren können. Ich danke dir sehr herzlich dafür. Ja, und jetzt habe ich dir noch einen Bonustipp versprochen. Ich gebe dir eine Anleitung für eine Getreidekur oder auch neumodisch eine Detoxkur, die du idealerweise 2-mal im Jahr machen solltest. Vielleicht im Frühling. In der chinesischen Medizin arbeiten wir mit den sogenannten Doshu-Zeiten. Das kannst du dir ganz leicht merken. Am Valentinstag, am 14. Februar beginnt quasi schon das chinesische Frühjahr und die Tage davor
sind sogenannte Doshu-Tage. Also so ab Ende Januar, Anfang Februar ist eine sehr, sehr gute Zeit, wo du deinen Körper entlasten kannst. So eine Getreidekur ist sehr, sehr einfach. Wenn du noch ein bisschen mehr Infos möchtest, welches Getreide für dich passt, es gibt auch ein eigenes Video von mir über die Heilwirkung von Getreide, über die Heilkraft von Getreide. Da kannst du individuell rausfinden, welches Getreide genau für dich idealerweise passt. Und starte mal mit 5 bis 7 Tage, dass du 3 Mahlzeiten täglich mit einem Getreide als Basis zubereitest. Und wenn du jetzt zum Beispiel Reis nimmst, dann kannst du dir zum Beispiel Naturreis oder Vollkornreis als Congee zubereiten. Das bedeutet eine Tasse Reis mit 8 bis 10 Tassen Wasser. Gib noch ein paar Kardamomkapseln, vielleicht 1-2 Scheiben Ingwer dazu. Und das kochst du einmal wallend auf und dann lässt du es so eine gute Stunde, 1,5 Stunden so vor sich hinköcheln, dass das so eine Reisschleimsuppe wird. Und das ist dann die Basis für die nächsten Tage. Das kannst du in der Früh zum Beispiel mit Obst essen, mit ein paar Beeren oder mit einem Kompott, damit es ein bisschen knackig ist, vielleicht ein paar Nüsse, Sonnenblumenkerne dazu. Und zum Mittag und am Abend gibt es gedünstetes Gemüse. Also Congee, Reisbrei mit Gemüse. Gemüse kann auch Ofengemüse sein. Gemüse kann in einem Löffel Öl in der Pfanne gebraten sein oder sonst was Gedünstetes. Und wenn dir dieser Reisbrei ein bisschen zu weich ist, kannst du auch einmal einen normal gekochten Reis, also ganz normal eine Tasse Reis, 2 Tassen Wasser, so eine Art Risotto oder gekochten Reis zubereiten. Du darfst würzen mit allen Gewürzen, auch ein bisschen Salz, viele Kräuter, frische Kräuter, Petersilie, Koriander, Dille, was immer du gerne magst. 3-mal am Tag solche leichten, bekömmlichen Mahlzeiten zu dir nehmen. Und statt Reis geht das natürlich auch mit Buchweizen oder mit Hirse. Also schau dir das Video an und hol dir ein paar Tipps, welches Getreide für dich am besten geeignet ist. Ja, und nicht erlaubt ist Alkohol, Zucker, Milchprodukte, auch kein Brot für diese Zeit. Und besonders geeignet sind solche Getreidetage, wenn du deine Verdauung stärken willst, wenn du zum Beispiel oft Blähungen hast oder auch Durchfall, Reizdarmsymptomatik, auch wenn du Allergien oder Unverträglichkeiten hast, ist das ein perfekter Einstieg. Und weil Getreide für dich nicht so, dass du sagst, ja, ich esse so gern Getreide, kannst du das auch mit Kartoffeln machen. Kartoffeln und Gemüse, in der Früh vielleicht ein bisschen Kompott mit gerösteten Sonnenblumenkernen, mit ein paar Löffeln Mandelmus. Kannst dir auch so eine Basensuppe zubereiten, eine Gemüsesuppe mit Kartoffeln, Kräuter dazu, also gedünstete Kartoffeln, Ofenkartoffeln, kannst du auch so braten, so wie Veggies, also zum Beispiel Ofenkartoffeln mit einem anderen Gemüse. Und auch da sind wieder alle Kräuter und Gewürze erlaubt. Ja, von mir gibt's auch ein Buch, die 14-Tage-Detox-Kur. Da findest du ganz, ganz viele Rezepte und auch ausführliche Anleitungen. Unter anderem auch eine Anleitung, wie du einen guten Leberwickel machst, wie du gewisse Reflexpunkte in deinen Handflächen noch ein bisschen stimulieren kannst, um deine Leber zu unterstützen beim Entgiften. Also ich würde mich freuen, wenn auch mein Buch für dich interessant ist. Ich freue mich auf dich im nächsten Video.